Glarstein, ich habe eine Suite für mich reservieren lassen. Glarstein. Oh, Prinzessin von Glarstein, selbstverständlich. Wenn Sie sich hier bitte eintragen würden. Prinzessin Glarstein? Sie sind doch sicher wegen der Schmuckmesse hier. Dürfen wir auch von Ihnen ein kurzes Statement zu den deutschen Diamanten haben? Die Formalitäten würde ich gerne oben erledigen. Dreimal gesagt, fragst du noch gerne. Viertes Mal geht nicht. Also Runde. Kaiser? Kaiser. They call him Miss Diamond. Diamond. 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 They call her Miss Diamond, Diamond. As I take you through time, listen to the rhythm, listen to the dumb rhyme. Gut in der Band? Dankeschön. Bonsoir. VIP Service. VIP-Service? Herr Professor Schneider, Sie haben in unserem Sonderstudio zur Schmuckmesse schon mehrfach betont, dass Sie nicht überrascht sind, dass in Deutschland Edelsteine gefunden worden sind. Es war in Fachkreisen schon immer bekannt, dass es in den uralten Gesteinsschichten des Ruhrgebiets Kimberlit gibt und damit die Möglichkeit des Vorkommens von Diamanten. Aber es brauchte die Vision und die unternehmerische Initiative eines Jochen Bühler, um tiefer und hartnäckiger zu schürfen als alle anderen, und die ersten deutschen Diamanten zutage zu fördern. Das wenig. Um 18 Uhr bis dahin. Ja, das sind die Diamanten und auf zur Messe. Das Leben ist die Frucht. Die Diamanten sind weg. Keine Bewegung! Niemand verlässt den Raum! Ja, ist ja schon gut. Nicht so aufregend, Frank. Das war nur ein Scherz. Meine kleinen, geschliffenen Kinderchen lassen mich doch nicht so einfach im Stich. Was wäre eigentlich gewesen, wenn die Schatulle nicht da reingepasst hätte? Dann hätten wir sie eben einzeln reingelegt, ihre Kinderchen, ihre Geschliffenen. Ach, sehr witzig, Herr Kaiser. Wirklich sehr witzig. Komm, gehen wir. Auf zur Messe. Okay, Chef, ich hole das. Einen Augenblick. Wie ist Ihr Name? Oh, ich habe vergessen, le Security Badge. N. Natascha? Natalie? Natalie. Ich muss heute Nacht leider die Steinchen hier bewachen. Hast du nicht Lust, mir ein bisschen Gesellschaft zu leisten? Ja, klar. Ich hab um 10 fertig. Komm doch zu mir. Da habe ich stummfreie Bude. Okay. Okay.